Hallo und herzlich willkommen zurück bei Workers and Resources, Soviet Republic. Wir sind hier wieder im Mutterland, wo wir letztes Mal eine lange, lange Zeit damit verbracht haben, eine Autobahnbrücke zu bauen, die jetzt allerdings zumindest in der Planung fertig ist. Wenn das nicht mal ein Grund zum Feiern ist, ja, hier können jetzt die Leute von der Dragunovschen Arbeiterkolonne hin. Da ist zu beachten, dass wir da nur noch ein oder zwei Marsbusse stehen haben, die von der Arbeiterkolonne aus fahren können. Drei haben wir noch. Sprich, da wird es allmählich kritisch mit der Versorgung. Und außerdem ist hier das Straßenbauamt nicht zugeordnet, was natürlich auch nicht geht. Das muss dringend sich ändern. Straßenbauamt hier. Auf dem Mittelfeld wird es vermutlich nicht können. Genau. So, baue bitte diese Brücken, liebes Straßenbauamt. Wundervoll. Okay. Dann, genau, hier kommt jetzt die ganze Schwadron, fährt jetzt hier über den Hügel, aber das ist okay. Und dann bauen wir nacheinander die beiden Straßen als Verbindung fertig. Und zu guter Letzt bauen wir hier noch das durch. Gut. Dann sind wir da mal pari langsam im Mutterland. So richtig ideal finde ich das immer noch nicht. Aber ich glaube, letzten Endes wird es uns gut zu Gesicht stehen, wenn das fertig ist. Wir wollten uns hiervon noch trennen, ne? Vom Importbüro. Dazu müssen wir einige Einstellungen noch machen. Genau, ich erinnere mich. Hier hatte ich nämlich schon ein neues Importbüro geplant. Das habe ich wieder abgerissen, weil ich hier doch lieber das Zement weggebaut habe. Sprich, wir müssten eigentlich das Importbüro Kolow langsam mal doch wieder bauen. Vielleicht bauen wir das jetzt. Das ist die Frage. Eigentlich wird gerade relativ viel fertig, ne? Also eigentlich hätten wir vielleicht schon Kapazitäten. Hier fehlt Beton. Und das liegt daran, dass wir hier wie üblich unser Betonamt nicht zugewiesen haben. Dann wird das jetzt auch gebaut. Dann haben wir hier jetzt immerhin schon mal 230 Tonnen Kohle drin. Allerdings plagt uns der stete Arbeitermangel. So, hier Kino, Thema Kino soll auch gebaut werden. Braucht auch Beton, nehme ich an. Und dieses Wohngebäude genauso. Da können wir ein bisschen was reißen jetzt allmählich. Die haben immer noch keine Statistiken leider. Aber grundsätzlich mal würde ich sagen, läuft. Mehr Wohnhäuser? Fragezeichen? Ich glaube noch nicht. Ne? Die sind noch nicht mal voll. Können wir eventuell noch ein paar dragonische Arbeiter exportieren, aber im Moment nicht notwendig. So. Hier, die Bahnstrecke ist total wichtig. Ist aber nicht beauftragt. Und das müssen wir ab sofort immer wieder von Hand machen, weil unser Bahnamt des Todes, Gleiseisenbahnbauamt, genau, das schwierigste Wort in diesem Spiel, da keine automatische Zuweisung mehr nimmt. Ich spreche übrigens auch dieses Mal noch sehr, sehr leise. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Ja, immer sehr transparent mit euch, was den Produktionsprozess dieser Videos angeht. Also, zum Beispiel mit dieser Aufzeichnung haben wir es 3:45 Uhr am Samstagabend tatsächlich. Ich habe sehr, sehr viel Zeit investiert heute in dieses Spiel, aber ich kann auch irgendwie nicht aufhören. Es ist wirklich, es macht einen schon süchtig. Und entsprechend bin ich jetzt definitiv mal in der letzten Folge angekommen für den heutigen Tag. Aber ihr merkt davon ja in der Regel gar nichts. Tja, dann geht's weiter. Wir haben im Bau da noch ein Wohngebäude und das Kino, wie gesagt. Im Anschluss an die Fertigstellung des Kinos würde ich mich trauen, hier noch ein paar Leute von Dragunov rüber zu teleportieren. Im Moment habe ich noch ein bisschen Angst, dass sie vielleicht unzufrieden werden könnten. Thema Regierungsloyalität, ja, da könnte man auch mal was bauen für tatsächlich, aber nicht jetzt. Wie sieht es denn in der
Uni aus eigentlich? Die haben wir auch, schaut mal, Massen von Professoren, Massen von Studenten im Auditorium. Mitarbeiter, die Uni läuft richtig gut gerade. Ich bin überrascht. Montage, Fahrzeuge aus Komponenten zusammenbauen können wir hier. Achso, nee, möchte ich gerade nicht machen, aber spannend, dass ich das könnte. Also, ich kann hier weiter forschen, theoretisch. Im Moment noch nicht aktuell, würde ich sagen. Erstmal möchte ich gerne eher das Bildungsniveau hier noch weiter anheben. Okay. Wie sieht es hier mit der Versorgung der Gebäude mit Arbeitern aus? Schlecht, tatsächlich. Und zwar richtig schlecht. Diese Kneipe hier wird nicht mit Arbeitern versorgt. Wie sieht es denn hier aus mit der fußläufigen Erreichbarkeit? Ja, die beiden Wohngebäude da hinten können die Kneipe nicht versorgen, weil die zu weit weg sind. Und das Wohngebäude, da habe ich, glaube ich, so eingestellt, dass das die Uni ausschließlich versorgt. Sprich, die kommen nicht an der Kneipe an. Das können wir so nicht lassen. Also, wir müssen eine fußläufige Verbindung dieser beiden Gebäude zu diesem Gebäude schaffen. Geht das überhaupt? Hier ist noch ein weiterer Fußweg von der Kneipe offen. Jetzt gucken wir mal einmal nochmal rein. Fußweg, Fußweg, Fußweg hier. Also das ist 180 Meter weit weg. Das Maximum ist hier bei 380 Meter, also es geht dicke. Ich glaube, wir könnten hier einfach einen Fußweg dran vorbeiführen und das Problem gelöst. So, machen wir das. Wir gehen hier raus, vorbei im Studentenwohnheim und zack hinein in die Kneipe. Und das darf gebaut werden. Und das würde ich tatsächlich auch ganz gerne schnell bauen wollen. Ich habe das Gefühl, dass das interessant wird. So. Dann ist das gelöst. Ich hoffe, dass die Kneipe dann bald schon die Kehlen der Bewohner hier erquicken wird. Gut. Wir warten im Moment auf Bau der Betonindustrie, also war halt Betonindustrie, ne? Vom Zementsilo letzten Endes, was nicht zugewiesen ist wieder. Und das Betonwerk ist fertig, sehe ich. Das Betonwerk ist schon fertig, aber das Zementsilo noch nicht. Und die Bushaltestelle kriegt natürlich auch noch keine Arbeiter hier. Hier schon. Was ist denn hier dran? Alle verbundenen Fahrzeuge. Ein einzelner Mikrobus ist hier dran. Der wird nicht reichen in Zukunft. Okay, aber im Moment brauchen wir das Betonwerk noch nicht in Betrieb zu nehmen. Weil es ohnehin kein Zement hat. Ich könnte jetzt. Geht das? Kann ich da Zement hinliefern? Aber dann Zement, eigentlich brauche ich sowieso, auf jeden Fall brauche ich einen Zementlaster. Also ich sollte mal mich an dieses Import Logistikgebäude trauen. Wo kann denn das noch hin? Jetzt wo da ein Zementwerk steht, hat sich der Platz erledigt. Medium Distribution Office, da ist es. So groß ist es. Passt es vielleicht hier so hin? Puh, also so ganz theoretisch ja. Aufgrund welcher Infrastruktur kann es denn jetzt hier nicht gebaut werden? Achso, jetzt fragen wir da oben rein. Ich denke, wenn ich hier planieren würde, würde das passen, weil das ist gar nicht so eine Riesenhügel. Ja doch, das ist schon ein großer Hügel. Ne? Eigentlich ist das blöd hier. Das Bahngleis verknappt mir auch völlig unnötig den Platz, ne? Kleine Brücke drüber bauen. Spaß beiseite. Nee, also hier irgendwo vielleicht, aber das dann wieder so ein Teil wird mir abbrennt, weil ich nee, ist eigentlich auch blöd, ne? Also ich will importieren nach Kolow. Das wäre schon sinnig, das hier irgendwie im Ortseingang zu machen. Ja, komm, wir machen das mit der Brücke.
Wir haben ja jetzt geübt, wie das geht mit Brücken. Das machen wir im Schlaf. Hier, zack, fertig, Brücke. Ja, hier haben wir auch Platz ohne Ende. Muss hier wirklich ganz gut funktionieren. Wireframe. Also, wir müssen hier die Brücke bauen. Wupp, 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 wupp. Schaut mal, wie schön das geht. Ja, nicht ganz, aber fast. Das kriegen wir tatsächlich erheblich schneller hin, glaube ich, als beim letzten Mal. Hier war kurz irgendwo grün. Glaube ich. 1, 2, 3, 4, 1. Also da ist auf 0 Ebene, plus 1, plus 2, plus 3. So müsste es eigentlich funktionieren. 4 wäre besser. 4 will er aber nicht. Doch 4 würde hier so ganz knapp gehen. Machen wir lieber so. Dann machen wir so. Das sieht wunderschön aus. Jetzt am liebsten gerade. So, gerade, die Pfeiler gerade, perfekt. Und dann gehen wir hier wieder runter. Wisst ihr noch, wie lange letztes Mal gedauert hat, Brücke zu bauen? So, bau das. Und dann gehen wir hier von der Brücke da rein, bau das. Oh, da ist ein neuer Kran verfügbar. Tondrehkran B2. Der ist tatsächlich interessant, allerdings auch momentan nicht unbedingt zwingend notwendig. So, wenn diese Brücke gebaut ist, dann haben wir hier im Endeffekt wieder Platz für Verschiedenstes. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendwas anderes hinbauen will. Aber es ist einfach beruhigend, auch den Platz zu haben, weil ich glaube, ich könnte noch ein Logistikbüro irgendwann mal hin. Also machen wir das. Wir bauen hier eine weitere Asphaltstraße, die einfach, keine Ahnung, wie so lang erstmal geht. Bau das. Und dann lassen wir hier unsere Markierungsstraße mal eben ab. Und dann bauen wir unser Medium Distribution Office einfach wieder hier hin. Einfach so. Verrückter Mist. So, und zwar halten wir LMB, um das Gelände zu laden. Und es geht sogar. Sehr schön. Jetzt haben wir keinen Strom. oh Gott, und wir haben auch weiter Flur keinen Strom. Warte mal, können wir das überhaupt so machen? Noch ist ja nichts passiert. Bis wohin würde das denn möglicherweise... Ganz knapp nicht, ne? Ich glaube ehrlich gesagt, ich kann das so bauen, dass das Strom bekommt. Das wäre schon eine sehr, sehr nice Sache, wenn wir das vermeiden könnten, jetzt hier noch Strom zu bauen. Ich glaube, das geht. Also, nochmal. So. Guck mal, wie es Strom kriegt. Wie es einfach Strom kriegt. Ja, das ist deutlich, deutlich besser. Gehen wir da rein, dann bauen wir das. Ja, die Frage ist natürlich, was will ich da überhaupt mit Strom? Ne? Das ist ja nur ein Parkplatz. Aber ich fühle mich irgendwie besser damit. Wir machen übrigens Plus, ne? Seht ihr das? Ich weiß gar nicht warum genau, aber wir waren immer so bei den 2 Millionen und jetzt geht's nach oben. Hier, ja, also mal Kohle einladen. Da ist der Ölzug, der gleich raus will. Ja. Im Moment haben wir keinen Stress. Das ist doch gut. Ja, okay. Nachdem wir das jetzt da irgendwie so improvisiert haben. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich baue hier einfach einen zweiten Layer sozusagen oben hin. Wenn ich hier eine Brücke habe und vielleicht baue ich hier irgendwann auch noch eine Brücke, die über die Bahngleise drüber geht, dann habe ich hier noch eine Möglichkeit, so den Industriepart der Stadt zu erweitern. Eine Sache, mit der ich mich noch liebäugle, ist bei Gelegenheit eine Kiesverarbeitungsanlage und Bruchstein hier zu bauen.
Und spätestens dafür müssen wir hier rüber. Ich denke mal, dass wir irgendwie aus dem Straßensystem hier, das liegt ja so dran, vielleicht noch eine zweite Brücke bauen. Dann haben wir hier noch so eine dritte Ebene. Also wenn wir hier einmal nach hinten gelagert, Bauindustrie, davor ist ein bisschen Strom, dann kann man noch einen nach hinten gehen. Okay. Ja, ich hätte gerne mein Kino, bevor ich hier weitermache. Und wie schaut es denn hier aus? Okay, hier sind zwei Gleisbauzüge, die sich schon wieder nicht lieb haben. Ich weiß echt immer nicht. Der mag da nicht rein, weil das blockiert ist. Und der, was macht der gerade? Bei dem habe ich keine Ahnung, was der will. Der hat hier auch irgendwie rot. Kommt hier noch einer irgendwo oder woran liegt das? Der hat hier rot, der hat da rot. Also, dass der da rot hat, macht irgendwie. Macht das Sinn? Führen die irgendwie hier wieder zusammen irgendwo? Ja, ja, alles klar. Naja, zumindest mal ein Problem, was sich lösen lässt. Und zwar habe ich hier und hier keine Gleissignale. Und wenn ich die jetzt hier habe, müsste das da vorne sich auflösen. Ja. Super. Das hat das als einen Streckenblock wieder gewertet, weil da hinten eine Hosenträgerkreuzung irgendwo geplant ist. Und entsprechend war da die Einfahrt nicht möglich. Naja. Also es gibt so ein paar Probleme, die ich inzwischen souverän löse. Ich hoffe auch Anerkennung dafür. Gut. Ja. Also läuft hier, würde ich sagen. Die fahren jetzt hier mit zwei Bauzügen von Pusemuckel aus hier hin. Wird trotzdem noch lange dauern. Das ist ein großes Stück, was da noch zu schaffen ist. Ich würde jetzt gerne den Personenverkehr Dragunov-Kolow mal einrichten. Auch wenn wir hier durch so ein skurriles Gleiskreuz nach wie vor fahren, was mich nicht so richtig zufrieden macht aktuell. Aber es ist ja irgendwie. Irgendwie zweckdienlich. Vielleicht gibt es sowas in der Realität tatsächlich auch, wobei ich es mir kaum vorstellen kann. Wären wir jetzt eigentlich bereit dafür, das zu machen? Und da würde ich sagen, müssen wir zwei, drei Vorbereitungen zu treffen. Und zwar erstens brauchen wir natürlich einen Zug. Der sollte nicht allzu groß werden, der Zug. Wir wollen hier nur Passagiere und Schüler haben. Und die dürfen sich hier gerne sammeln. Und an dieser Bushaltestelle soll sich niemand sammeln. Da könnte aber eventuell, ich mir vorstellen, dass da. Ja, das ist noch gar nicht notwendig eigentlich. Und an der anderen Haltestelle will ich genauso Passagiere und Schüler haben. Das hier ist nicht dafür gedacht, dass hier irgendwelche Arbeiter verkehren sollen. Jetzt hätte ich gerne mindestens zwei Züge, auch wenn das jetzt abstrus teuer ist. Diese Lokomotive, die muss nicht viel ziehen können. Also ich brauche wenig Power, aber viel Tempo. Mal gucken, was wir da haben. Was haben wir denn in günstigen Lokomotiven? Holla, die Welt, das ist wirklich mega teuer, obwohl das überhaupt keinen Effekt hat am Ende. Die fährt 100 km/h. Was fahren unsere aktuellen denn? Die fährt 115. Und also die haben wir im Moment am Gleis. Ich meine, sowas haben wir auch noch. 97. Also 100 km/h ist jetzt nicht krass zu wenig. Die könnten wir eigentlich nehmen dafür. Was mit Motorwagen? Das ist doch das, was wir haben wollen. Oder? Guck mal, der hat eine Geschwindigkeit. Nehmen wir den. Das ist ein Passagiermotorwagen. Der kann 115 Passagiere transportieren. Das reicht dicke. Das sind so Loks, die gleichzeitig Passagiere transportieren, ne? Der kann 115 Mann transportieren, 120 km/h schnell und kostet nur 111.000. Das ist doch top, das ist auch genau, was wir haben wollen. Kann ich da jetzt noch einen Anhänger dranhängen? Ich probiere das mal aus. Möglichst leicht wäre tatsächlich gut hier. Der hier wäre leicht und wir nochmal 125 Passagiere fassen. Das geht. Ich würde sagen, das ist unsere Konfiguration. Allerdings nehme ich da erstmal den einen, einfach um mal auszuprobieren, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also der Fahrgäste, alles klar. So. Und du sollst bitte losfahren nach Dragunov und danach bitte nach
Koloff. Und du sollst bitte in keinem Fall dich mit Arbeitern beschäftigen. Weder B-Laden noch Händler, du bist ein reiner Spaßzug. So. Und jetzt gucken wir mal einmal. Der wird vorher noch tanken fahren, nehme ich an. Ich drücke mal auf Start. Also zumindest irgendwas tut er. Und hier sammeln sich durchaus Passagiere und Schüler. Das ist doch gut. So, das heißt, wir fahren mit ihm mit. Schon schön. Der ist auch nicht zu langsam, würde ich sagen. Ja, der bringt sein Tempo definitiv mal auf die Strecke. Nehmen an, der fährt erstmal tanken, ne? Ja, genau, das machen sie alle, wenn sie aus dem Depot kommen. So, also das reicht mir, ne? Sowohl diese kleine handliche Zuglänge finde ich gut, als auch... Ja, du kannst jetzt erstmal nach Koloff Hauptbahnhof fahren, wenn du möchtest. Sowohl diese kleine handliche Zuglänge finde ich gut, als auch diese etwas geringere Kapazität, weil ich glaube, das hatte wenig Sinn, da jetzt für 1000 Passagiere vorzurüsten. So, der erste Personenverkehr. Da können wir gar nicht durch, das ist okay, da kommt uns ein Gleisbaufahrzeug entgegen. Das fährt jetzt hier gerade mal wieder raus, warum auch immer wir gleichzeitig schon rein durften, aber das wird bestimmt seinen Grund gehabt haben. Oh, hier ist die Tankstelle, die wir gerade leer machen, aber die ist noch nicht leer. Und dann fährt unser... Ja, das Geschlänge hier finde ich auch noch blöd. Dann bei Gelegenheit nochmal gerade machen. Fährt er hier zu unserem mächtigen in zwei Richtungen Windwerk über die Dünen unterhalb des da kommenden Brückenparts in den Personenbahnhof. Und holt die ersten Passagiere ab. 19 Passagiere fahren mit. 19 Koloffsche Passagiere, die jetzt nach Dragunov fahren. Kann man sehen, was die da wollen? Ein Gebäude brennt. Busplattform 2 in Koloff. Ich muss da leider kurz hin. Alles klar, Feuer ist gelöscht. Was wollen die Leute da genau? Das wollte ich wissen. Aktuelle Anforderungen. Essen 100%, Kultur 50%. Eine Kirche besuchen ist mir egal. Also guck mal, der hat Universitätsbildung sogar. Ist voll ausgestattet mit Elektronik. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was dieser Mann da jetzt macht. Der Czepurin Czavelevich. Gucken wir uns mal noch einen an. Kultur mag er nicht. Oder also hat er nicht. So, jetzt. Mal kurz gucken. Ich steige gerade aus. Hier werden 33 Studenten aufgenommen. Das finde ich ganz cool. 59 Studenten sogar. Ich glaube tatsächlich, der fährt jetzt die ganze Bande in die Uni. Das finde ich ziemlich cool. So, und der fährt hier von Dragunov Waldfrieden, läuft er jetzt nach Dragunov Kino. Und der genauso. Also genau das, was ich haben wollte, passiert jetzt. Der Personenverkehr bringt die Leute tatsächlich ins Kino hier, also die Freizeitaktivitäten können wahrgenommen werden und umgekehrt werden jetzt hier die 60 Studenten, also erstaunlich, die heißen jetzt Studenten hier, ne? Die heißen auch sonst Schüler, oder? Ne, Schüler und Studenten heißen die, glaube ich. Die werden jetzt wahrscheinlich zur Uni gefahren und werden da ihren technischen Studien nachkommen, wenn er ausgebildet, die so wird, hoffentlich. Die Bildung in Dragunov noch weiter ansteigen. Das gefällt mir super. Ich mach mal zwei, drei Leute auf wieder, um das nachzuvollziehen, was die jetzt eigentlich tun. Zählt er hier wieder. Ich hoffe, das muss so. Ja, sieht gut aus, fährt weiter. Personenverkehr habe ich mich echt drauf gefreut, muss ich sagen. Ne? Das ist
ich weiß auch nicht, irgendwie nochmal was anderes als Güter verschieben. Ich finde Personenverkehr schon echt cool. Ja, der wird jetzt hier so ein bisschen ausgebremst von dem langsamen Gleisbaufahrzeug, was vor ihm her tuckert, aber das hat jetzt hier vorne gleich ein Ende. Das ist eigentlich recht fix, ne? Der fährt hier so eine 120 oder so, der fahren kann, fährt er auch. Also der weiß durchaus zu überzeugen. Und fährt jetzt hier ein in den Bahnhof. Und dann gucken wir, was die ganzen Leute machen. So. Die gehen alle zur Uni. Ja, wenig überraschend tatsächlich. Okay, also ich glaube, dass wir hier... Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber es sieht cool aus. Wollte ich mir überlegen. Also ehrlich gesagt, muss ich das mal eben kurz, auch wenn ich jetzt nicht aus dem Fahrzeug rausschaue. Aber das war ein ziemlich imposanter Anblick. Schaut mal hier nochmal. Jetzt hier, ich komme jetzt hier mal von der Hauptstraße. Ne? Guck hier mal rechts. Ja, hier ist es so ein bisschen karg und lahm. Tatsächlich. Aber dann gehen wir hier weiter. Gucken wir hier so in den Stadtkern. Da sehen wir schon da oben, wie die Universität da prangt. Wir laufen am Kolow-Krankenhaus vorbei. Und dann hier durch den Prugbogen in den Wald hinein auf die Universität zu. Das ist schon ganz nice, finde ich. Und hinter der Universität, hier ist noch so unser Wahrzeichen, der Turm. Daran noch hier die Bedienstetenquartiere. Und hier dann die Möglichkeit der sportlichen Betätigung, wo ich gerade sehe, dass wir da mal die Gehwege ausbauen dürften. Aber vielleicht erst den Fußballplatz machen und dann irgendwann den Tennisplatz. Aber das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Das Wohngebäude hier ist fertig, noch nicht bezogen. Keine Kultur genießen sollte jetzt auch langsam der Vergangenheit angehören. Wir können ja jetzt zumindest mal mit der Bahn fahren. Hier waren schon 120 Leute, aber die kriegen wir alle locker unter in unserem Fahrzeug. Vielleicht allerdings wäre es an der Zeit doch noch ein zweites Fahrzeug. Ich finde, also wenn wir das schon machen, wir haben da so viel reingesteckt und zwei ganze Bahnhöfe gebaut für den Mist. Ich muss mir auch merken, die Bushaltestelle muss noch in Betrieb genommen werden. Aber ich finde, wenn wir schon zwei Bahnhöfe gebaut haben und Schienensysteme und was weiß ich dafür und hier diese Brücke, wir haben folgenlang darauf hingearbeitet, finde ich jetzt irgendwie den zweiten Zug schon relativ befriedigend. Das sollten wir mal machen. Und zwar gucke ich mir einmal noch mal kurz an, was ist denn das nochmal, so eine MV853 Lok. Motorwagen, hier MV853, ich kaufe noch eine. Und da haben wir noch einen Personenwagen rangehängt, ich habe leider vergessen welchen. Kann man es irgendwie sehen? Ah, ich wünschte, ich würde es jetzt sehen können. Hier den Leichen habe ich glaube ich genommen, ne? Ein UEC Wagon für 125 Passagiere. Ja, alles klar. So, und du möchtest gern auf die gleiche Linie drauf. Go. So, Personenverkehr, check, super. Echt, das freut mich richtig. Da habe ich lange drauf gewartet. So, wie sieht es denn mit der Mutterlandbrücke aus? Ist da irgendwas passiert? Ja, tatsächlich ist da eine Hälfte zumindest schon von gebaut worden. Keine Arbeiter oder Baufahrzeuge hier. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass da keiner zugewiesen ist, der über sowas verfügt. Aber wir können gerne mal alle Bauämter bemühen. Und dann mal Nägel mit Köpfen machen. Also, bringe Arbeiter dahin und dahin. Und Straßenbauamt, bringe Material dahin und dahin. Achso, du bist eh schon damit beschäftigt. Ja, alles klar. Oh, jetzt habe ich wieder alles zugemacht, aber naja, ist schon okay, denke ich. Gut. Wenn diese Brücke fertig ist, würde ich sagen, machen wir mit dem ganzen Straßenglumpe weiter da drumherum. Ja, machen wir erstmal hier. Hier wäre eigentlich auch noch eine Brücke interessant, ne? Ja, ich glaube ehrlich gesagt,
Hier muss auch noch eine Brücke hin. Auch wenn das eben unattraktiv ist, da jetzt zu bauen, aber. Ah, das wird nicht passen. Naja, komm, ich lasse das. Also, ich, vielleicht bleibt hier auch einfach mal ein Bahnübergang. Muss da mal drin sein. Das ist die Verbindung nach Kolow, ne? Ja, okay. Vielleicht lassen wir die erstmal. Naja, wir haben eh genug andere Dinge zu tun. Von daher wäre das schon okay sein. Hier das Ding überflüssig machen. Hatten wir noch von gesprochen. Im Prinzip reicht es, wenn wir in Kolow hier so ein Importbüro haben. Und wir brauchen ein Importbüro im Mutterland noch. In Dragunov noch. Und zwar habe ich hier ja das Exportbüro genommen und das zum Importbüro sozusagen zusätzlich noch gemacht. Das wird aber kurz so eigentlich funktionieren, weil ich muss ja tatsächlich noch Zement importieren und so weiter. Da brauche ich eigene Autos für. Deswegen. Ja, wobei Zement brauche ich irgendwann gar nicht mehr, ne? Das ist das Dragunov Exportbüro. So, wohin exportieren wir denn? Ja, ich glaube, diese Büros neu sortieren wäre mal eine ganze eigene Folge wert. Deswegen, ich mache das jetzt auch nicht. Wenn das Büro da hinten in Kolow fertig ist, glaube ich, mache ich mal ein Special, wo ich nur Verteilbüros mir angucke und konfiguriere, sozusagen, was ich da die letzten zig Folgen vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Also ich habe so viele Verteilbüros inzwischen und habe nicht so richtig eine Ahnung, womit die eigentlich betraut sind aktuell. Das ist der Wahnsinn, wie viele Tonnen von Getreide hier einfach vergammeln. Aber da, der Sache werde ich erstmal nicht Herr werden. Ich glaube auch, ich muss das wieder einstellen hier mit dem Pflanzenexporten. Also das schadet, glaube ich, mehr als es nutzt. Da müssten wir anders vorgehen, glaube ich. Das ist so wenig, was das hier bringt. Das sind 500 Rubel. Naja, lassen wir vielleicht auch erstmal so. Was ist denn mit dem Thema Kies hier eigentlich? Haben wir so wenig, oder? Das ist ein Speicher mit Kies. Und das ist ein. Achso, das ist die Anlage selbst, okay. Nö, der Kiesspeicher ist voll. Läuft schleppend hier, der Kiesabtransport. Ich glaube, ich habe hier diverse Verteilbüros, die einfach vollgestopft sind in Aufgaben. Oder die, eine Verteilung von Aufgaben haben, deren sie nicht gerecht werden können, weil sie die falschen Fahrzeuge haben und sowas. Das werde ich, glaube ich, alles mal analysieren bei Gelegenheit. Ich würde mal schätzen, dass ich so 10 Verteilbüros aus dem Einsatz habe. Mit jedem mal befassen, in jedes Mal ein bisschen Liebe investieren. Ich glaube, das würde uns auch noch ein ganzes Stück weiter nach vorne bringen, insbesondere um die Straßen mal wieder ein bisschen leerer zu bekommen. Gut. Boah, die Buckelpiste renovieren ist so ein Thema. Jedes Mal, wenn ich hier daran vorbeikomme und mir das ansehe, denke ich mir, um Gottes Willen, was hast du da angerichtet? Guck dir das mal an, so in der ganzen Pracht. Also speziell am Anfang ist ganz schlimm. Hier hinten geht's sogar. Ich das mal machen. Komm, also ist das schlimme Stück, muss ich glaube ich mal machen. Also das wird ja keine Sau so bauen. So, ich muss eigentlich hier hingehen. Hier so. Ab der Brücke. Bis zu dem Mast hier. Hier. Das müsste ich eigentlich neu bauen. Puh, also Lust habe ich da jetzt nicht unbedingt drauf, ne? Aber das stört mich schon so lange. Verliere ich da Tempo denn? Die fahren 61. Okay, das sind eh so langsame Karren. Also wenn das jetzt rein kosmetisch ist, dann puh, weiß ich nicht genau, ob das unbedingt. Die fahren einfach stumpf ihre 61. Hier ist ein Stück hoch, runter oder hoch. Mit kaum Geschwindigkeitsverlust verbunden. Eigentlich kann ich mir nicht erlauben, sowas jetzt zu machen. So gerne ich das mal in schöner sehen wollen würde, aber nee. Also ich überlege, ob ich das mal mit Rubeln mache oder mit Dollar oder so. So, wie sieht hier aus? Oh, wir haben erstaunlicherweise gar keine Kohle. Warum nicht? Weil hier keine Arbeiter sind. Warum? Oh, ich ahne es. Ah, da haben wir uns einen Bock geschossen, ne? Ja. Genau. Nee, doch nicht.
Tatsächlich, hier warten einfach keine Arbeiter. Einfach keine Arbeiter am Warten. Warum nicht? Weil hier einfach kaum jemand wohnt. Und ich glaube, das haben wir so allmählich ausgeschöpft, ne? Ja, komm, hier sind 300... Ich glaube, hier wohnen knapp 400 Leute in dem Ding. Und die machen eigentlich nichts, außer hier so ein bisschen den Kindergarten, das Einkaufszentrum zu so besetzen. Oh, viele Lehrer. Na ja, gut, läppert sich, ne? Ich hole mal aus Dragon auf Leute, vielleicht erübrigt sich das Problem dann. Kino ist gleich fertig, dann können wir uns das leisten, denke ich. Wir nehmen einfach irgendwelche Gebäude, wo keine Akademiker drin wohnen. Und schaufeln mal in die drei Gebäude was rein. 1, 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, eins, zwei. Jetzt gucken wir uns in Dragon noch an, was hier passiert. 73. Leichter Anstieg, aber langsam ist der Sog aus Dragunov dann auch vorbei. Okay, also hier sind jetzt nicht mehr die mega riesigen Explosionen. So, ihr seid alle Passagiere und Schüler. Warum? Was wollt ihr? Das finde ich etwas undurchsichtig in der Simulation, dass ich nicht weiß, worauf Passagiere eigentlich warten, wohin die wollen. So, die wollen irgendwie ja, Systemgebäude nutzen oder so, aber hier steht ja alles, was da auch steht. Also nur das Theater werden sie ja nicht, nur fürs Theater werden ja nicht da 20 Leute warten. Warum warten hier keine Arbeiter mehr? Also richtig null Arbeiter mehr. Das muss doch einen Grund haben. Keine Sportart, keine Kultur, blablups, also das sind minimalste Gründe nur. Irgendwie warten hier keine Arbeiter mehr. Und das ist mir nicht ganz klar, warum. Also hier kommt null mehr an. Null. Und so wenig Leute wohnen hier nicht. Jetzt hier haben wir sogar mal eine Statistik endlich. Ich mach mal auf Pause, bevor sie weg ist. Ich habe fast 3000 Leute, die jetzt hier wohnen. In, holla. Fast 3000 Leute, die hier wohnen. Koloff. Tatsächlich. Und die sind... Ich habe 360 Mann mit Universitätsbildung. Bin ich überbildet? Ist das das Problem? Sind die alle zu clever? Nee. Oh, so mega viele Gebildete sind das jetzt auch nicht. Also eigentlich... Eigentlich ist okay. Ich kann das nicht wirklich deutlich lesen hier, wo das Problem liegen könnte. Ich habe immer noch sehr, ja, ich habe sehr wenige Arbeitslose tatsächlich. Es sind nur 40. Also vielleicht fehlt einfach immer noch... fehlen immer noch Leute. Ich baue, glaube ich, noch mehr Wohngebäude erstmal. Wohngebäude, hier das dicke Ding. Aber wir machen hier richtig richtig einen Block in Koloff. Menschen, Menschen, Menschen. Hier kommt noch eins hin. Und zwar anders. Wir machen erst den Gehweg. Der soll so laufen. Dann soll er hier bedient werden und da bedient werden. Bau das. Und jetzt bauen wir hier das nächste Wohngebäude hin. Gucken allerdings, dass es symmetrisch zum Weg zeigt halbwegs. So würde ich sagen. Bau das dahin. Und
Das bauen wir auch direkt. Da sind jetzt die Wege dran. Da muss ich es noch bauen. Och nee. Ey, Dude, auf dem... Auf der Vorschau ging es doch. Achso, okay. Das kann ich akzeptieren. Achso, wo ist denn hier? Das haben wir nur von der Seite aus angeschlossen dann jetzt, ne? Komme ich noch durch? Tatsächlich, ja. Machen wir so. Ist, glaube ich, nur Kosmetik, aber... Machen wir das. Und irgendwo fehlt ein einzelner Weg. Da wollte ich noch mal. Achso, ne, der müsste dann. Wenn, muss der hier hingehen, weil woanders geht nicht mehr. Okay, das ist akzeptabel, dass es dann nicht funktioniert. Dann bauen wir das alles. So, dann haben wir hier richtig City. So einen fetten Skyscraper könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Wie sieht es in dem Kino aus? Gut. Wie sieht es denn hier aus mit der Befüllung? 60, also hier passt schon noch. Vielleicht hole ich noch mehr Leute aus Dragon auf. Also vielleicht müssen wir das Problem einfach mit dem Holzhammer angehen. Tatsächlich ist jetzt hier aber auch mal Ende. Ne? Also ich habe hier so ein bisschen Wachstumsstagnation. Das heißt, ich sollte das vielleicht nicht machen. Ich habe hier gerade so schön die Arbeiterprobleme in den Griff gekriegt. Es wäre höchst bedauerlich, wenn jetzt hier wieder alles einknickt, weil ich da hinten Arbeiter haben möchte. Lassen wir mal das natürliche Wachstum mit Kohle arbeiten mit uns. So, wie sieht es hier aus mit der Brücke? Bauamt, Arbeiterkolonne. Arbeiterkolonne. Ah, okay, wir brauchen hier, glaube ich, Beton wieder mal. Okay. Und das kommt wieder mal nicht, weil wir hier. Das Straßenbaum dazu weisen müssen. Jetzt müssen wir für den ersten Teil der Brücke machen. Jo, alles klar. Wie sieht es am Zementsilo aus? Das wäre auch wichtig. Dann müssen wir mal am Beton kommen. Ja, bei Eile mit Weile, ne? Das waren wir null Arbeiter. Das waren. Also, das finde ich eine ganz seltsame Entwicklung. Das hat irgendwie mit der Bushaltestelle oder was zu tun hier. Aber ich habe hier Arbeiter an. Aber hier versammelt sich kein einziger Arbeiter mehr. Keiner. Lass mal aus und da an. Also, ist mir ein Rätsel, wieso hier kein einziger Arbeiter mehr ankommt. Vielleicht. Ja, im Kino sind natürlich 60 Mann auf Baustelle. Vielleicht wird sich das dann irgendwann wieder klären. Wobei, ja gut. Wird sich dann auch nicht, weil hier unten dann weitergeht. Na, so richtig weiß ich noch nicht. So richtig weiß ich noch nicht. Ich habe hier eine Buslinie, die einfach keine... Gar nichts. Aufhören zu jammern. Also. Oh, hier ist leider nicht weitergegangen. Ich hatte jetzt gedacht, ich komme hier hin und alles ist im Lack, aber tatsächlich ist das nicht. Aber wir können hier mal gucken. Ja, komm, ich fährt unter der Brücke hinweg. Die Lok, das ist solides Timing. Okay, hier dauert es halt noch. Hier dauert es noch. Aber, also ich bin hier sehr, sehr zufrieden mit. Wir haben hier drei Parkpositionen. Die Frage ist halt, brauchen wir irgendwann mehr als drei Parkpositionen? Die Antwort ist keine Ahnung. Da kommt wieder ordentlich was an. Der Bau läuft hier ohne Probleme. Hier sind 50 Arbeiter auf der Baustelle. Hier wird mit vollem Gas gearbeitet. Ich glaube, das liegt daran, dass die Dragunov-Arbeiterkolonne hier zugange ist. Kein einziger Passagier mehr in Kolov. Ich verstehe es nicht. Also Arbeiter, nicht Passagier, sondern tatsächlich Arbeiter. Da stellt sich mir tatsächlich die Frage. Fahrzeuge, Maß, Maß, Maß. Keine Studenten.
keine Passagiere für diese Linie. Ach so, ja, super. Da wird die Linie geteilt. Anders so. Nach Kolochpyt Busplattform, da sind drei Mann unterwegs und du sollst hier nur Arbeiter einsammeln. Ich habe keine Ahnung, wo das einen Unterschied macht. Safe. Wir brauchen hier Arbeiter. Okay. So. Was ist denn mit dem dämlichen Kino jetzt schon wieder nicht in Ordnung? 46 Tonnen Beton fehlen. Boah, wird echt Zeit, dass hier mein Zementsilo fertig wird. Dann hat das hier alles ein Ende. Ach komm, Leute, wir machen mal Schluss für heute, oder? Wir warten hier und warten und warten auf verschiedenste Projekte. Also es wird ja auch immer wieder was fertig. Ist ja nicht so, als würde jetzt hier gar nichts passieren. Wir haben jetzt auch den Personenverkehr, davon auch nicht vergessen. Ne? Also eigentlich haben wir heute richtig was geschafft. Ich bin so ein bisschen schlapp. Liegt sicherlich auch daran, dass wir jetzt 4:30 haben gerade. Aber naja, da nicht nur daran liegt es. Im Moment sind ein, zwei Sachen tatsächlich aus zäh. Also wie der nicht enden wollende Gleisbau, der jetzt hier ja schon sehr lange zieht, wo irgendwie kein Ende in Sicht ist. Und der Aufbau von hier verschiedenen Dingen, die einfach wegen Beton Ewigkeiten dauern, weil da ich etwas spät halt angefangen habe, mich hier überhaupt um lokalen Beton zu kümmern. Deswegen ist jetzt die ganze Kohle-Sache fertig, aber irgendwie kommt sie auch nicht so richtig in die Gänge. Ich habe keine Ahnung, weil auf einmal jetzt hier wieder keine Arbeiter mehr ankommen, ohne dass mir das Spiel irgendwie lesbar macht, woran das jetzt liegt. Passagiere und Schüler gibt es jetzt ja auch gerade keine mehr. Ich habe keinen Plan, woran das liegt. Wird bestimmt seinen Grund haben. Ich meine, alles andere wird ja hier auch voll besetzt. Vielleicht sind die einfach auch alle anderweitig beschäftigt. Kann sein, dass sie so in erster Instanz Fußreichweite in die Arbeitsplätze aufsuchen. Und wenn in Fußreichweite alle Arbeitsplätze belegt sind, dann erst sich an der Bushaltestelle melden, um mal ein bisschen Kohle zu kloppen. Vielleicht ist auch der Kohlebauarbeitsplatz ein bisschen unattraktiver als die anderen, aber da wüsste ich jetzt nicht, da gibt es ja keine Kennzahlen zu oder so in der Richtung. Könnte ich mir also schwerlich vorstellen. Entschuldigung. Und ja, das sind so ein paar zähe Sachen. Der Brückenbau, der hat echt lange gedauert da hinten, war der hier ein Klacks ging. Aber das war okay, ne? Das sind so kleine Lehrstunden, die einem das Spiel halt so aufgibt. Ja, ich denke halt, irgendwann wird hier diese ganze Kohlegeschichte endlich laufen. Also vor allem der Gleisbau zur Kohle, der ist jetzt hier das Entscheidende. Dass wir hier einen der beiden Züge hin umlenken können, dass der von hier die Kohle abholt. Und dann habe ich auch noch ein deutlich besseres Gefühl. Eine Sache machen wir jetzt noch, und zwar gucken wir mal eben nochmal nach unserer Passagierlinie. Das sieht doch nett aus. Schaut mal, hier warten Passagiere, hier warten Schüler. Wo sollen Schüler versuchen, in die Universität zu kommen? Wo sollen Bürger in ihrer Freizeit hingehen? Wo sollen sie arbeiten? Okay. Also, es scheint so zu sein, Arbeiters arbeiten, das ist Freizeitnutzung. Ja, also, das ist nicht... es scheint mir nicht so zu sein, als würde das für das Krankenhaus gelten. Sondern das ist wirklich ein Freizeitgebäude nutzen. Kann ich das, oder? Passagiere entscheiden selbst. Sie können sie mit dem Bus oder Bahnsteige schicken. Okay. Na, also Arbeiter arbeiten, ist klar. Und Schüler sollen Schule und Uni nutzen. Das ist übrigens auch schön, dass man das hier mal sieht, dass Schule und Uni damit gemeint ist. Aber das scheint ausschließlich zur Freizeitnutzung zu sein. Okay. Genau, ich wollte eine Sache machen, nämlich, habe ich gerade gesagt, und zwar möchte ich hier mal gucken, ob hier mal wieder so ein Passagierzug vorbeikommt. Inzwischen fährt hier doch einiges über das Gleis. Ne? Da kommt der Ölzug, der in Parkposition ein, genau. Wartet da jetzt auf die Einfahrt im Zollamt. Zollamt? Zollhaus. Zollhaus heißt es.
Und da fährt der Kohlezug wieder ab und so. Also hier ist schon durchaus Betrieb. Ich habe zwei Personenzüge jetzt. Ich habe einen Ölzug, ich habe einen Stahlzug und ich habe zwei Kohlezüge. Also sechs Züge aktuell auf dem Gleis. Ja, ein weiterer Zug ist jetzt aktuell erstmal nicht geplant. Ich denke halt, dass wir, wenn Call of Pütt jetzt hier halbwegs läuft, mal irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass wir auf drei kleinere Kohlezüge gehen oder vier oder sowas, statt auf diese Monsterteile. Dass wir eher schnell und konstant einen Kohlestrom haben, statt immer diese Riesenklopper. Vielleicht auch weniger warten, ich weiß noch nicht so genau. Und ja, dann wird irgendwann natürlich hier das ganze Raffinerie- und Treibstoffding anlaufen. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, das hier alles zu bauen schon. Aber von dem bisschen Öl können wir mal kurz reingucken. Ich überziehe schon wieder massivst. Im letzten Jahr habe ich, ja gut, ich habe immerhin 650.000 Öl gemacht. Ne? Das ist schon mein zweitwichtiges Exportgut, wobei Stahl halt weit über allem anderen ist. So, wie sieht das Thema Heizung aus, könnte man sich jetzt auch fragen. Wie schön, dass ich vorhin gesagt habe, ich mache jetzt Schluss. Aber irgendwie habe ich so Laber-Flash gerade. Ich denke mal, dass Heizung das nächste Projekt sein wird. Heizung und Kraftwerk werden die nächsten größeren neuen Projekte werden. Also ich meine, hier ausbauen, Häuser ist klar. Ne? Schöne Betonstraßenschluchten hier entstehen lassen. Muss sein. Aber ich glaube, dass wir als nächstes Großprojekt dann uns mit dem Thema Heizung auch auseinandersetzen werden. Ich muss euch enttäuschen, es wird wieder nichts seit 1977. Ihr seht jetzt selber, woran das liegt. Die Bahnstrecken dauern einfach Jahre, bis sie gebaut werden. Und mit Jahre meine ich wirklich Jahre. Das könnte auch der Grund sein, warum ich jetzt allmählich mich mal orientieren könnte in Richtung unseres neuen Standortes, dass wir da schon mal anfangen, Gleise hinzulegen, damit es mal irgendwie weitergeht. Und ja, ich denke Heizung 1978. Aber dann müsste es dann tatsächlich auch funktionieren. Also so viel fehlt hier jetzt ja nicht. Mit ganzen Gebäude sind hier gebaut. Einwohner müssten sich irgendwie von selbst ergeben, dann auch mal allmählich. Wir haben ja wirklich, wir haben 2800 mal Bevölkerung, wir haben einen super Bildungsstand. Läuft, ne? Würde ich sagen. Ein paar Industrien haben wir auch noch offen. Fleisch können wir machen. Hier die, was wir da erforscht haben, die mechanischen Komponenten können wir auch mal machen. Irgendwie haben wir nur so viel Rückstau, Investitionsrückstau, dass wir da nie zu kommen. Ja, schauen wir mal. Okay, so, Laberflash ist jetzt mal beendet. Eigentlich können wir stolz sein, ne? Also ich bin so ein bisschen missmutig aufgrund der genannten Sachen. Aber eigentlich können wir stolz sein auf das, was hier so alles passiert ist in den letzten Folgen, in der letzten Zeit. Wir wachsen immer mehr, es wird immer mehr zu einer vernünftigen Volkswirtschaft. Die Universität ist in Nutzung, hat jetzt auch einen Pendelverkehr zur anderen Stadt, wo sich die Leute jetzt auch an der Universität weiterbilden können. Wir haben unsere Stahlproduktion jetzt im Griff. Kollhoff wächst und gedeiht und allmählich ist der große städtebauliche Plan hier in Umsetzung. Von daher alles top und wir sehen uns morgen wieder. Voller Frische, denn ich höre jetzt auch auszuzeichnen. Und bis dann. Ciao, ciao.